So Leute, wir sind ready, wir haben gerade gepackt, wir stehen noch im Studio, wir haben eben noch ein Köpfchen geraucht. Jetzt geht's noch ans Autos umpacken und dann kann es langsam losgehen, ne? Ich bin richtig aufgeregt. Ja? Ich weiß gar nicht, so same, aber irgendwie so. Also ich habe nur Angst, dass ich was vergessen habe. So, wir sitzen schon wieder im Auto. Eben waren wir noch beim Subway da drüben. Vielleicht seht ihr den jetzt gar nicht. Double Beef Supreme, beide. Bei mir Streichkäse und Cheddar-Streu. Ja. Streusel. Bei mir nicht. Käse. Nur Scheibenkäse bei mir. Nur Scheibenkäse. Da bringen wir dich auch noch hin. Komm noch. So, nächsten 200 Kilometer. Let's go. So, bisschen außer Atem, aber wir sind auf jeden Fall am Ausräumen. Sieht eher aus, als würden wir hier permanent einziehen, statt nur für ein paar Tage in einem Airbnb sein, oder? Sehr, sehr wild. Das ist nicht alles, ne? Also, nee. Von uns fehlt noch einiges. Süßes so oder Saures. Hier ist Schoko und Süß. Junge. Moin. Moin. Ich glaube, du hast da was vergessen. Stimmt, Flo hat schon die Shisha-Ecke vorbereitet, ja, ne? Ja, jeder darf sich eine aussuchen. Hast du viel mitgenommen? Nein. Hast du echt viel mitgenommen? Nein, ich hab zwei, ich weiß jetzt. Ich hab zwei Kühe unter ihm. Der kulinarische Boss. Verzeih mal, Santa Claus. Yes, das ist alles nur Gleiche, sag ich mal so. Was ist denn das? Aber Junge, das ist das Beste. Ich hab schon gestern. Soll ich auch machen jetzt? Ne, warte, muss ich die andere? Da hinten oder Zauber. Ah, jo, stimmt. Muss ich einmal runterklicken. Warum hast du keine Kiste? Ich hab meine schon ausgepackt. Ich wusste doch sowieso, was ist mein. Ich musste den Prototypen nur erst freigeben. Da kann man auch. Junge. Schon ein Zertifikat gesehen. Ja, yeah, Junge, ich. Ja! Wir können dann auch direkt mal koordiniert ausräumen und alles hier davor. Koordiniert ausräumen? Du weißt, wir haben auf jeden Fall genug Luftpolsterfolie unter die Pfeife. Handtücher noch runter, Luftkiste. Das ist one of five jeweils. Ehrlich? Ach, ja. Die wird es auch nicht geben, oder? Das ist natürlich geil. Das ist ja super. One of five. Moritz. Ah, hier haben wir Shirts. Ich glaube, das hier ist für Marvin. Sieht so aus, ja. Was? Nein. Genauso auf Socken. Hier, Meister. Das ist koordiniert auspacken. Warum hat er das nicht ins Stream gemacht? Auspacken? Weiß nicht. Ja, auf die Insta 360 anmachen. Mach mal schnell lieber wieder alles zusammen. Das hätten wir nicht. Ja, mach mal. Also wenn ihr das Video seht, wir verarschen euch nachher im Stream. So, wir sind mittlerweile angekommen und so. Die ersten Köpfe werden gebaut. Der Flo raucht. Boah, Kukunade. Ey, das ist mein Kukunade. Ali will auf jeden Fall nicht teilen, wie wir heraus. Ich teile sehr gerne. Alex, was gibt's bei dir? Ja, der soll auch gut sein. Janik, du noch nicht im Kopf war? Ach, du hast gerade gegoogelt, was das ist, oder was? Ja, Dark Side Goal. Haben wir den? Ja, hier habe ich geholt. Was ist das denn? Goal, 1-0. Sieht aus wie Blaubeere. Auf dem Foto. Wollt ihr mal riechen? Riech mal. Riech du mal? Verstörend. Ja, kommt schon hin, Blaubeere. Aber ich habe mir ein Köpfchen gebaut. Von dem hier. Das habe ich hingehalten, ist schon weggezogen. Black Current. Eben haben wir da drüben schönes Köpfchen geraucht und ich baue mir jetzt das nächste Köpfchen. Kukunade von Must-Have und Ananas-Schock und ein bisschen Supernova. Sind wir auf die Couch rumgezogen. Gleich gucken wir noch Rezos Video, oder? Ja. Alle mega hyped. Ich schwör, ich hab Bock. Hast du das? Was? Ich schwör, ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Sieht schon hocherotisch aus, wie du da so liegst. Ja, Ali zieht die Stimmung.
Okay, Rezos letztes Video zur Zerstörung der CDU wurde gerade angeguckt. Ich habe eben noch den Kopf geraucht. Davor habe ich noch die Sauna angemacht. Was bedeutet, dass wir jetzt einen kleinen Saunagang machen werden? So, Ali, du bist Sauna-Noob, ne? Ja, sehr sogar. Aber du kommst jetzt mit? Jetzt sofort noch nicht, aber ich komme gleich nach, auf jeden Fall. Du kommst nach? Ich muss nur eine Sache machen, dann komme ich. So, schönes Ründchen Sauna, würde ich sagen. Sieht ihr euch schon aus? Kann ich draufhalten? Moin Meister. Moin Meister. Moin Meister. Wir sind gerade aufgestanden und bei uns gibt es jetzt das erste Köpfchen. Ja, ich habe mir als erstes den Somo Bloody Fusion. Danke, Yannick. Ich habe mir als erstes den Bloody Fusion hier geschnappt. Wir rauchen weiter. Das habe ich gestern noch gar nicht erzählt. Das kann ich noch mal kurz erzählen. Mose hat uns extra 5 einzigartige Bowls für das Blogger-Treffen hier gemacht. Das heißt, diese Bowls wird es auch nicht geben. Die sind wirklich, jeder von uns hat eine und das sind die einzigen 5, die jemals existieren werden. Und ich finde die wunderschön. Dazu das passende blaue Carbon Sleeve und den passenden blau-gelben Moon. So. Ja. Oh Mann, dieses So ist schon der übelste Running Gag. So. Wir haben gerade unser Frühstücksköpfchen geraucht und jetzt haben wir 2 Missionen. Einmal hat der Ali seinen Breeze 2 Anschluss vergessen. Das heißt, wir werden zu Shisha Dome fahren. Das ist ganz um die Ecke. Da werde ich so sauer. Was? Heute Morgen aufgeräumt. Jetzt liegt hier schon wieder was. Hey, die lag da schon, als ich sie gegessen habe. Nee, ich habe heute Morgen um 8 aufgeräumt. Wo soll die denn gelegen haben? Ach, die war auf dem Tisch. Irgendjemand die. Anyway, wir fahren zu Shisha Dome, holen den Breeze 2 Anschluss. Wir brauchen eine lange Zange und ich brauche eine Drohne. Mediamarkt ist angesagt. Ich glaube, es wird die DJI Mavic 2 S Flymore. GGI. Let's go. Yes, sir. Wir sind angekommen beim Mediamarkt in Landshut. Das heißt, wir holen jetzt die Drohne. Wir brauchen noch ein paar Verlängerungskabel und so und dann passt das. Aber wir warten noch auf die Jungs, oder? Ja. Ah, wir warten nicht mehr auf die Jungs. Perfekt eingepackt. Einfach so stehen bleiben. Hast du eigentlich Hunger, Janik? Normal. Hast du noch gar nicht erwähnt. Willst du gerne was essen? Ich hab Hunger. Ja. Hätte ich ja auch Bock drauf, muss ich sagen. So ein Ninebot? Sind schon funny, die Dinger. Darf man die jetzt eigentlich legal in Deutschland fahren? Braucht ein Nummernschild, ne? So, Drohne wurde erfolgreich gekauft. Jetzt geht's weiter zum... da gibt's auch LA Bowling. Könnten wir auch mal abends machen. Bowlen. Das wäre doch geil, oder? Blogger Bowlen. Blogger Bowling. Blogger Meet Bowling Tournament. Werde ich auf jeden Fall mal nachher vorschlagen. Vielleicht können wir da mal so eine Afternoon-Session starten. Auf jeden Fall fahren wir jetzt kurz was essen. Kleine Runde Schnitzel futtern. Und dann fahren wir noch bei Shisha Dome vorbei. Ich glaube, ich werde mir auch eine Dose Grape holen. Weil wir haben gar kein Traube Minze dabei. Und Leute, ihr wisst ja, Traube Minze ist einfach Liebe. Zumindest für mich. Und das heißt, ich werde mir wahrscheinlich so ein Döschen Holzer Grape 2 mit einem Minzshot ziehen. Ich hoffe, das ist da. Schauen wir auf jeden Fall mal. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Wir fahren hier ganz wilde Wege. Und wo siehst du dich? Original wie eine Schnitzel. Wiener Schnitzel. Ja, ich sehe mich auch beim Wiener Schnitzel, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, wo ich mich sehe. Wiener Schnitzel ist safe. Echt? Jo, ein Wiener, Alter. War. Und was sagt unser Foodblogger King? Ich werde Feedback geben. Okay. Optik ist sehr nice, Geruch sehr nice. Sehr, sehr nice, sehr zu empfehlen. Du hast gesagt, du gibst dein Fazit. Oh, Fazit? Ja. Ich würde sagen 9 von 10. 9 von 10, so gut? Ja. Krass. Ja, ein bisschen kalt gewesen, aber nur das Essen fand ich schon gut. Ich fand es perfekt, normal muss ich immer voll lange warten. Echt? Was sagt ihr? Sehr gut, sehr gut. Note? Sehr lecker. 0 bis 10 Punkte? Zwischen 8 und 9 würde ich sagen. 8, solide. Ich würde auch 8 sagen, dafür war es ein bisschen teuer, oder? Nee. Für. Ja. Stimmt, was hat Schnitzel gekostet? Also 18 Euro? Ja. Bild. Okay, auf zu Shisha Dome.
Köpfchen werden hier gerade getestet. Was sagst du? Auch nur ein Kopf, oder? Ob ich den aber von dir gemacht, tipptopp. Aber auch nichts. Es ist jetzt kein Profi-Geheimnis dabei, wa? Nee, auf jeden Fall nicht. Ist auch einfach alles Kopf. Ganz normal. Machst du auch Instagram? Muss eigentlich noch ein Bild dazu hängen, damit man weiß, wer du bist. Bild. Junge, einfach angemalt. So, wenn ihr mal Unterschriften fälschen wollt. Vergiss den Nieres nicht! So gutes Zeug. Was machen wir gerade? Gin-Tasting. Gin-Tasting? Wollen Sie da etwa für heute Abend noch eine Kleinigkeit mitnehmen? Ich hoffe nur für heute Abend, können wir morgen nochmal einen neuen holen. Dann. So, Drohne zum ersten Mal erfolgreich Test geflogen, zwischendrin noch den A3-Führerschein gemacht. Jetzt kann es losgehen. Ich bin mittlerweile schon am Streamaufbau hier. Das heißt, Laptop steht schon bereit, Stativ steht bereit. Jetzt bin noch das Atom Co. angeschlossen. Dann baue ich mir noch einen neuen Kopf. Gerade noch am Essen machen. Hier eine schöne Runde Froster-Hähnchen-Paella, damit man dann auch gleich gestärkt in den Stream starten kann. Flo macht hinten eine meditative Podcast-Pause. Ali chillt ein bisschen am Handy. Yannick chillt im Bett. Alex chillt in der Sauna. Das heißt, gerade ein bisschen entspannter das Ganze. So ein Ding. Mittlerweile ist recht spät und der Stream wurde abgehakt. Die Jungs waren auch mal mit drinne. Jetzt gucken wir gerade noch die Michael Schumacher-Doku. Es gab auch schon gewisse Zwischenfälle, die wir bereits in der Gruppendynamik hinter uns gelassen haben und uns nur weiter nach vorne bringen werden. Auf jeden Fall bauen wir jetzt gerade ein neues Ründchen Köpfe. Alex, was gibt's bei dir? Das bei mir gibt's Bounty Hunter mit Admiral Akbar im Hukani Club. Aha. Und bei dir, Yannick? Wie gibt's den Ananas-Schock von Blackburn und den Bounty Hunter von Daxel? Magst du uns dein Köpfchen mal unter Licht zeigen? Mhm. So sieht das gute Stück aus. Saftig, knaftig. Okay, Flo? Ich hab mir gebaut Pinkman. Darf man noch lunsen? Ja, Pinkman mit Bloody Fusion und Tier. Und der gewohnt präzise Carbon-Kopfbau. Muss. Ali? Mhm. Flo hat mir Kopf gebaut, hat er gesagt. White Forest Doppelapfel. Aber kennt man ja. Echt? Ja. 30% Doppelapfel, 70% White Forest. Okay, dazu hier die Pfeifen. Und gleich noch die letzte. Willst du echt Doppelapfel White Forest haben? Baust du jetzt? Nee, möchte ich keinen Kopf gebaut bekommen. Ich baue selber. Selbst ist der Mann. Selbst ist der Ali. Wichtig und richtig. Klappt? Nee. Ist kalt, oder? Ja, sehr kalt. Friert gleich. Ich kann theoretisch auch einfach die Kohle die ganze Zeit anlassen. Dann haben wir einen Kamin. Pfeifert. Aber wir brauchen keinen Kamin. Das einzige Kamin, den wir hier nutzen. Weil ich mal festhalten. Ja. Der Joke, though. Und das beste Kamin-Setup tatsächlich. Das machen wir sagen. Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwochmorgen. Wir haben jetzt gerade schön gefrühstückt. Wir wurden ja hier Gebühren von Candy Kong versorgt. Wir haben Lucky Charms, wir haben Lucky Charms Honey und wir haben die hier, die habe ich gefrühstückt. Cinnamon Toast Crunch Churros Edition. Übrigens, Werbung, bei Candy Kong gibt es aktuell mit dem Code BLOGGERME10 sogar noch 10% Rabatt. Nicht auf alle Holzner, aber auf so Sachen und auf ganz viele weitere Süßigkeiten hier. Auf jeden Fall haben wir gerade gefrühstückt und jetzt geht's weiter zu Shisha Dom. Da waren wir gestern schon, heute ist aber der Alex, der Besitzer vom Laden da und deswegen fahren wir nochmal hin und wir haben Besuch. Der Wassi ist am Start. Grüße. Hallo. Hallo. Wollen wir los? Let's go. Let's go. Die Boys on Tour. Ja, Mann. If you love me. Das Auto von Basti hat übrigens auch keine Getränkehalter. Das Auto von Basti, das hat Lidlip-Halter. Zu geil. Die Stadt läuft und sich denkt, hoffentlich checken alle, dass es wirklich nur eine Shisha ist und man nicht gerade irgendwen überfallen will. Mit dem Pulli von Flo
und der Shisha von Basti in der Hand, entsteht hier ein ganz wildes Bild. Schwierige Situation, du sagst. Sehr schwierig. Moin Meister. Willst du uns verprügeln? Nee. Aber ich habe schon gesagt, mit dem Hoodie vom Flo ja, und dem ja, Ding. Alles gut. Ja. Alex, grüß dich. So ja. Alex. 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 Kommst du rein? Moin. Moin. So, angekommen bei Shisha Dome. Laufen hier natürlich auch schon die Pfeifen. Was hast du gebaut? Ich hab's nicht gebaut. Okay, das lass mich umformulieren. Welcher Tabak ist drin? Das ist Blackburn Ice Granny mäßig. Also grüner Apfel und Grapefruit ist noch drin. So sehr lecker. Also wirklich. Bei dem Kopf haben mich viele gefragt. Weißt du noch die Marke? Das ist der Skyhooker Grapefruit. Da geiern schon welche drauf. Skyhooker heißt er. Ja, Mann. Weil ich wusste die Marke nicht mehr. Ich wusste nur noch, dass er Graphite heißt. Der ist mega geil zum Bauen. Also der sieht auch Porno aus. Auf einer Alpha sieht er, glaube ich, noch am besten aus. Das können wir auch später mal ausprobieren. Der ist tatsächlich aus Ukraine. Ja. Der ist aus. Ah, Ukraine? UKR. Grüße fürs Video raushauen. Schöne Grüße. Von wo? Shisha Dome natürlich. So, wir waren gerade bei Shisha Dome, jetzt ist aber Mittagspause. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal noch was Schönes essen und dann schauen wir da nochmal vorbei. Aber dann geht es auch schon wieder ins Airbnb. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf ins Hof. Nee, nicht Hofbräu, Holf. Augustinerbräu. Augustinerbräu. Lecker Schmecker. Na, ihr Süßen, wollt ihr was mit uns essen gehen? Lass uns gehen. Lass uns essen. So, hier seht ihr die schöne Martinskirche. Und jetzt gehen wir in das, jetzt gehen wir ins Augustiner an der Martinskirche. Gell? Ja, genau. Also das Augustiner an der St. Martins Cherry. Genau. Ja. So Leute, lasst es euch schmecken. Ja, schmecken gibt's nicht. Das reicht, ne? Ja. Für jeden anderen Würstchen, dann ist vorbei. Alex, komm mit dem Salat. Was sagst du zur Größe? Geht klar, würde ich sagen. Also ist okay, oder? Ja. Dann durchgeben. Dankeschön. Kannst du mal so ein iPhone zum Größen vielleicht dazwischen halten? Ja. Das ist schon. Und oh, Alex, wie glücklich bist du mit dem Salat? Diät. Hakt euch an, ne? Oh, Schnitzel ist aber auch wild. Gönnt euch. Guten. Guten. So, wir waren gerade noch schön was essen. Danach haben wir nochmal bei Shisha Dome vorbeigeguckt. Haben nur kurz Hallo gesagt, weil eigentlich ist gerade jeder voll gefressen und müde und hat einfach nur Bock auf die Couch zu gehen und einen schönen Kopf zu rauchen. Und später geht ja eh noch der Stream bei Ali und Yannick los. Oder YouTube Ayosha und Yannick. Und deswegen fahren wir jetzt heim. Dann gibt es wahrscheinlich noch einen entspannten Kopf und dann ist schon wieder Vollgas. Bei allen Yannick gibt es auch was Schönes, wollte ich noch sagen. Gut, aber so, das ist ja schon abgehakt, wenn der Vlog kommt. Nee. Ich mach dieses YouTube. YouTube, was ist das? Das ist sowas wie Insta, nur ein viel besser. Ah, ich dachte, du machst TikTok. Nee. Wer macht denn TikTok? Niemand. Ich hab mich extra registriert für dich. Wir haben gerade noch ein paar Videos bei mir Probe geguckt, ein Video rausgehauen. Das entweder oder mit Ali kam heute online. Das habt ihr natürlich hoffentlich schon gesehen. Und wir haben gerade noch die Tabak-Erraten-Challenge mit dem guten Herr hier geguckt. Mhm. War sehr witzig. Hat der Basti sehr, sehr nice geschnitten. Also es ist wirklich gut geworden, das Video. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben alle herzlich gelacht. Und das habt ihr dann auch schon gesehen, wenn dieses Video online kommt. Ja, jetzt räumen Ali und Yannick gerade so ein bisschen auf. Den Tisch vor allem, weil die Jungs gleich streamen werden. Yes, thirsty. Und heute die erste von den Exclusive Bowls. Also Mose hat uns ja hier diese Bowls gemacht. Die gibt es tatsächlich, also eigentlich sollte es die nur 5-mal geben, für jeden von uns eben eine. Aber Cesar Glas, die Bowl fertigen, hatten Angst, dass da mit einer was nicht stimmt. Deswegen haben die 7 gemacht und die restlichen 2 werden wir jetzt verlosen. Die erste heute bei Ali und Yannick und die nächste morgen bei mir. An die 2, die sie gewonnen haben, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Die sind natürlich auch schon weg, wenn das Video online kommt. Ja, ist alles aus der Vergangenheit, muss nicht mal dazu sagen, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir gerade auch ein Köpfchen geraucht. Jetzt bauen die Jungs auf, gleich Livestream. Flo und ich vielleicht nochmal in Whirlpool. Und ja, ich gebe jetzt den Jungs das Mikro, weil das benutzen wir immer zum Stream. Das heißt, wir sehen uns nach dem Stream.
So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade gefrühstückt und jetzt geht's gleich los nach München. Aber eben gab es noch ein bisschen Lucky Charms Frühstück und natürlich ein schönes Köpfchen dazu. Bei mir gab es einen schönen Traubenminze und Blackcurrant von Darkside. Gerade machen sich alle Boys ready, weil wie gesagt, heute geht es nach München. Ich werde euch nicht mitnehmen, ausnahmsweise, weil Ali und Yannick machen heute einen Tag Vlog aus München. Da könnt ihr euch gerne das Video angucken. Ich werde dann danach wieder übernehmen. Das heißt, ich habe bis München und nach München und die Jungs machen den München Day. Außerdem wird, glaube ich, der München Day von den Jungs auch deutlich spannender, weil wir wollen da in ein paar Läden und ich glaube, da kennen sich die Jungs sowieso viel, viel besser aus. Könnt euch da eh nicht viel zu erzählen. So, Pulli, T-Shirt und keine Ahnung. Vielleicht filme ich euch ein, zwei Clips, weil das eine oder andere will ich mir in München auch holen. Eigentlich nur eine Sache. Und das seht ihr dann noch in dem Clip. Aber ansonsten geht es dann hier weiter, wenn wir aus München zurückkommen. Also Ali, einmal der Plug für euer Video. Den Plug? Achso, ja, wenn ihr den Vlog heute sehen wollt, dann checkt gerne Ayosha und Yannick auf YouTube und dann sehen wir uns dort. Wunderbar. Wie die Jungs heute 10.000 Euro für Klamotten ausgeben, was? So, wir sind zurück aus München, einen Tag in der Stadt unterwegs gewesen. Unter anderem eine LFDY Teddyjacke und noch ein Shirt gekauft. Die anderen Jungs, weiß ich gar nicht, wie erfolgreich die waren. Muss ich auf jeden Fall gleich nochmal nachfragen. Wir sind dann heimgepetzt, direkt Stream aufgebaut. Ich war 10 Sekunden, bevor der Stream-Countdown losgehen musste, erst ready. Der Alex hat mir noch schnell ein Köpfchen gebaut, ansonsten hätte ich es niemals geschafft. Waren aber pünktlich, haben die letzte von den Exclusive Bowls verlost. Das heißt, Cesar hat ja die Exclusive Bowls für uns gemacht. Marcel hat bei mir gewonnen. Glückwunsch zu der Bowl, Digga. Sehr, sehr wild. Und ja, mal gucken, was jetzt noch geht. Abendessen, Filmchen gucken, Pfeife rauchen. Wir schauen mal. Ja, ne, also gestern war irgendwie nicht mehr so viel mit Vloggen. Aber ist auch eigentlich nichts Spannendes mehr passiert. Gestreamt und dann haben wir eigentlich nur auf der Couch rumgelegen, Film geguckt. Wie hieß der Film, den wir gestern geguckt haben? Unthinkable, oder? Unthinkable, irgend so ein Folterfilm. War wild, Ende war super unbefriedigend. Also wir haben jetzt geguckt, wie ist der erste Film, den wir geguckt haben? Shumi-Doku. Die war übertrieben geil. Dann haben wir geguckt, Zwei Päpste, auch nicht geil. Und dann haben wir geguckt, Unthinkable, war auch nicht geil. Also irgendwie haben wir nicht so einen Lauf, was Filme angeht. Ja, jetzt ist nächster Tag. Heute ist Freitag, mein letzter kompletter Tag hier. Für mich geht es ja morgen Mittag schon zurück, weil Samstagabend das im Charity-Stream versteigerte Umera-Treffen ist. Und ich habe mir ja die Drohne geholt. Und die werden Ali und ich gleich mal eine Runde testen gehen. Da versuchen wir mal ein paar schöne Shots vom Tesla zu machen. Irgendwie so auf einem Feldweg oder so mit der Drohne vorneweg, mit der Drohne hinterher. Irgendwie sowas in die Richtung. Und heute Morgen haben wir beim Frühstücksköpfchen noch einen Livestream mit der Insta360 gemacht. Die hatten wir dann so in der Mitte auf dem Tisch stehen. Und ja, der Rest. Also dann konnte man eben sich so umgucken. Dann saß überall jemand. Und dann konnte man in 360 Grad den Frühstückskopf mit uns rauchen. Ja. Geisteskrank, wie viel Müll hier einfach anfällt auf dem Blogger-Meet. Für 5 Leute und ein paar Tage haben wir ja echt Müll wie ein normaler Haushalt in einem Monat, würde ich sagen. So, wir schnappen uns jetzt Müll, fahren einkaufen, Müll wegbringen und dann werden wir noch ein Ründchen Dröhnchen um den Teslas um den Teslas fliegen. So ein Ding. Hallo. Die Schluck auf, hallo. Oh, der Schluck auf ist da. So, wir sind hier gerade ein bisschen, haben das Auto fahren lassen, ne? Richtig, also ein bisschen Entspannung. Bisschen Entspannung. Weißt du, was für mich ein Killer-Feature ist? Dass man sieht, wie die Ampel geschaltet ist. Hier ist rot, Ampel auch rot. Wenn die Ampel jetzt umswitcht, pass auf, guck, grün. Und dann weiß er, dass er fährt. Und solange hier das blaue Logo ist, wisst ihr, dass Ali nichts gemacht hat. Man muss natürlich Hand ab und zu am Lenkrad halten. Aber solange das blaue Ding da ist, also Tesla fährt uns gerade komplett selbst. Sehr, sehr wild. Können wir eigentlich saufen, Ali, oder? Let's do it. Nicht. Kappa, Kappa. So, wir haben uns gerade mal einen kleinen Spot gesucht, wo wir jetzt noch ein bisschen mit der Drohne rumballern können. In so einem Kieswerk Böhm oder sowas. Wir sind in Ergoldsbach. Also an alle aus der Directly Case WG. Grüße gehen raus. Oh, ob die das so feiern, wenn wir jetzt hier Drohne fliegen? Wir sollten ein kleines Stück zurück, glaube ich, auf jeden Fall. Ich würde drehen wollen, einmal kurz. Ja. Moin, Meister. Ah, da haben wir sie doch. Da haben wir auch schon ein Bild. Ja, können wir eigentlich los, ne? Chick complete. Oh, hast du gesehen? Stauf, geil. Digga. Ich kann eigentlich gar nicht mehr. In the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a caring for
told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money, I could mess around and buy Amazon. Oh oh, wenn der jetzt kommt, sind wir alle am Arsch, ne? Willkommen. Holy shit. Wir sollten wirklich einmal rein, Jungs. Wir sollten rein. Digga, du bist am Arsch. Staub. Ich hab doch gesagt, Staub. Junge. Der staubige Bus. Wie sind die Views? Fahr mal ein, danke. Einer. Obwohl. Danke. Ich so, fahr mal hin. Das ist Hype of Cam, glaube ich. Ja? Ich hab da nicht hingefilmt, weil ich mich so hart erschrocken hab. Hier, wir können mal so einen Mastershot probieren. Ja. Marv, was sagst du? Bin gerade sehr konzentriert. Dröhnchen fliegen. Aber Touch-It funktioniert alles, ne? Ja. So, wir haben eigentlich nur coole Plätze zum Drohne fliegen gesucht, aber wir haben eine Wakeboard-Anlage gefunden und ich feiere Wakeboard. Bin früher sehr viel gefahren, mittlerweile sehr wenig, aber ich habe Bock. Und ich versuche gerade die Jungs zu überreden, aber die machen beide so, nee, ich weiß nicht, was da ich ja nass. Ich hätte Bock und würde mitfahren, zumal wir letztes Jahr schon darüber gesprochen haben, dass wir das mal zusammen machen. Aber wir haben nicht ein Handtuch, nicht eine frische Unterhose, nicht frische Klamotten mit. Ali, du kriegst ein Neopren, du musst nichts drunter ziehen, du kannst dich in der Sonne trocknen. Gib mir ein Argument, das ich nicht easy peasy widerlegen kann, warum wir jetzt nicht wakeboarden sollten. Wir haben heute nichts zu tun, außer noch einkaufen. Alex. Nee, du machst es jetzt nicht von mir abhängig. Du Assi. Hier? Ja, machst du nicht. Doch, wenn Alex, doch, schwör. Wenn Alex, nur wenn Alex mitmacht. Wenn er hier als einziger sitzt, fahr ich auch nicht. Schon nein. Wenn, dann ziehen wir zusammen jetzt durch. Komm. Überlegt euch, ich kann dann auch vielleicht noch organisieren, dass ich noch einen schönen Drohnenshot von euch auf dem Wakeboard hinkriege. Oh, das ist schon für die Aufnahme deines Lebens. Das erste und das einzige Mal wahrscheinlich auch. Aber du hast es direkt als Beweis. Aber ich hab's, weiß ich nicht, Alex. Ja oder nein? Guck mal, er wird schon richtig los, Digga. Du musst sagen, ich hab auch Schiss, aber ich überspiele das ein bisschen. Nee, ich hab keinen Schiss. Ich überleg nur gerade, ob das jetzt so das. Die haben eh Handtücher. Und wenn wir fragen, haben die Handtücher. Wie lange haben die denn offen? Weißt du das? Noch bis heute Abend. Also 18:30 oder früher? Ich würde sagen, nach einer Stunde seid ihr eh bedient. Ja, ich denke auch. Und das Gute ist, wenn es nach einer Stunde noch nicht genug war, kannst du die nachbuchen für 6 Euro. Wenn nur 6 Euro, haben. Ali. 6 Euro? Nein, ich hab Bock, Digga. Also, haben wir Handtücher hier? Zusammen zwei? Oder willst du das? Und dann hätten wir zusammen zu 5 hier wakeboarden können. Nee, ich wünsche das. Okay. Okay, dann würde ich sagen, Kassala zu dritt, oder? Let's go. Let's go. So, wir sind durch mit Wakeboarden. Die Jungs haben sich gut geschlagen, muss man sagen, fairerweise. Ja, wir haben ja die ganzen Sachen im Auto gelassen, deswegen habt ihr nicht so viel gesehen. Ich habe es sehr genossen, gerade die letzten Runden im Sonnenuntergang waren extrem geil. Am liebsten würde ich direkt morgen wiederkommen. Aber ich glaube, ich werde so geisteskranken Muskelkater kassieren, dass das wahrscheinlich nichts wird. So. 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 So, wir sind fix und fertig. Sind wir, aber was haben wir noch gemacht? Wir haben noch ein bisschen was eingekauft, den Supercharger massiert. Wir werden uns jetzt was ganz, ganz Leckeres zu essen machen. Was machen wir uns, Marvin? Soll ich sagen? It's Burger Time. Burgers! Und Flo sollte da oben bereits schon die Kohle angemacht haben. Das heißt, wir können auch direkt ein Köpfchen massieren. Jetzt. Flo, der Ehrenmann, hat ja 6 Kuchen Cola angemacht, mir meine frische Pente eingestellt und sogar ein Köpfchen gebaut. Flo, was darf ich denn jetzt Gutes genießen? 60% Current Shock mit 40% Grape. Mehr hat die Dose echt nicht hergegeben. Sehr nice. Ja, war perfekt. Ich habe noch eine zweite Dose tatsächlich gekauft. Und was haben Sie so geschrieben, Herr Jannik? Bilder gemacht. Pfeifen. Echt Bilder gemacht? Ja. Und 6 Stunden mit Frank telefoniert, darfst du jetzt noch mal über den Tisch gehen. Ja. So, und wir sind die Burger geworden. A la Bonheur. Very, very nice. Sehr lecker. Oh, da gibt es auch einen schönen dicken Biss.
Warst du happy, Janik? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Alex hat sich gerade auch noch eine gemacht. Herzlich willkommen hier am Samstagmorgen. Für mich geht's heute nach Hause. Die Jungs bleiben ja noch einen Tag. Wir sind gerade eingetroffen im Wohnzimmer und haben uns versammelt, um ein gemütliches letztes Frühstücksköpfchen und auch gemütliches letztes Espresso/Pizza/Cornflakes-Frühstück einzunehmen. Na, das machen wir jetzt. Bei mir gibt es eine schöne Frühstückspizza. Ich bin schon ein bisschen länger wach als die Jungs. Köpfchen läuft auch. Ich habe mir einen schönen Black Currant und Holzer Grape 2 gebaut. Dazu ein True Fruits, ein Espresso und wie gesagt die Pizza. Ich habe schon meine Sachen da drüben so ein bisschen gepackt. Also bei mir wird es dann gleich losgehen. Was gibt's bei dir, Janik? Bei mir gibt es jetzt den Pink Man, ein bisschen von dem Grape 2.0 und Kimi. Kimi? Und Haferflocken. Haferflocken sehe ich schon. Frühstücksflocken. Cornflakes. Cornflakes. Ganz weit weg von Haferflocken. Ja, aber absolut weit weg. Und bei dir, Ali? Ein Mix aus Cinnamon Toast Crunchs und Reese's Puffs. Und der Alex, der muss erst noch ein bisschen ins Leben zurückkehren. Aber Köpfchen läuft, was hast du dir gebaut? Crab 2.0, Kiesmove und Spacity. Bild. Es ist Zeit für mich zu packen, beziehungsweise gepackt ist schon. Jetzt muss noch alles zum Auto geschleppt werden und dann geht's auf die Heimreise. 3,5 Stunden Autobahn. Jungs, es war sehr nice. Ja. Sayonara und bis nächstes Jahr beim Blogger Meet. Nächstes Jahr. So, Sayonara, Airbnb. Hello, 3,5 Stunden Autobahn alleine. Da kann ich den ein oder anderen Podcast jetzt durchhören. Erzähl mal, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt richtig bayerisch essen. Bayerisch? Bayerisch essen. Gibt's auch Haxen? Auch Haxe. Im Knädel. Im Knädel. Haxen Knädel. Haxe Knädel. Grüße aus der Post-Production. Also für alle Bayern da draußen, tut mir wirklich leid für die Aussprache. Ich gebe mein Bestes im bayerischen Unterricht, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Tut mir leid. Junge, Basti, langsam gehst du mit dieser typischen Bayern-Tour schon ein bisschen auf den Sack, ne?